Guten Tag, hier spricht wieder euer Feder Gaming und wir spielen wieder als eine der besten Legenden. Jetzt werden wir eine Legende, oder Leute? Was denkt ihr? Wird Gerhard eine Legende oder nicht? Oder ist er schon eine? Könnt ihr ja in den Kommentar schreiben, würde mich sehr interessieren, wie ihr das so findet. Ob Gerhard schon eine Legende ist hier. So Leute, dann wird man versuchen noch die Betrunkene zu eliminieren und dann werden wir zurück hier die Fragezeichen fertig machen und dann sozusagen erst noch die Hauptquest, weil man die genau anfangen, aber ich will noch ein bisschen versuchen, so viel Nebenquests wie möglich zu kriegen und Fragezeichen zu kriegen, dass man schön sagen können, wir sind einer der besten Spieler, ja. Weil das finde ich bei Rollenspielen, man soll, ich finde, ziemlich viel mitnehmen. Und das ist wichtig, so viel wie möglich mitzunehmen in dem Spiel. Weil es ist einfach so eine mega Grafik, Leute. Ich finde die Grafik so mega. Und die muss man auch zeigen können, finde ich, Leute. Komm schon, Plätze. Das finde ich halt, man kann zeigen, wie gut das Spiel ist, Leute. Aber jetzt gehe ich mal von unten noch durch. So, hier ist noch einer. Gut, dann will ich jetzt auch noch eliminieren. Alter, wie das hier nicht so. Schauen wir mal auf die Karte, ob wir jetzt ein bisschen die Stadt. Ah, das ist die Stadt. Oh, okay, gut. So werden wir wahrscheinlich dann auch irgendwann mal hinkriegen. So Leute, jetzt haben wir das Fragezeichen 8 fertig. Jetzt werden wir, wie gesagt, hier in die Höhle, zur Höhle gehen. Zurück. Und dort werden wir dann, ja, erstmal noch ein Ei essen. Und dann wird man zurückgehen zu dem, die anderen Fragezeichen noch abklappern. Wie gesagt, ob ich jedes Fragezeichen mache, aber hier oben. Ob ich jede Fragezeichen mache, das bin ich noch nicht sicher, Leute. Das wird man noch sehen, Leute. Aber ich denke, dass man.
Leute, ich denke, wir machen die vermutlich nicht wieder billig. Ich mache jetzt wieder ein bisschen Story, Leute. Und danach können wir immer wieder noch ein bisschen Quests machen oder die Fragezeichen weitermachen. Weil ich will so ein bisschen so halb-halb machen immer so. Dass wir ein paar Quests machen, ein paar Fragezeichen nebenbei. Aber ob man alle Quests und alle Fragezeichen macht, weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, so viel wie möglich zu machen, Leute. Wie es aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt, zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. Hier ist mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Danke tausendfach. Das ist ein Heftig, was bist du treuer, der Typ ist, oder Leute? Deine Arbeit ist das Geld. Fleißig bei der Arbeit. Das sieht man gern. Oh ja. Ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben. Bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet. Aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. Neue Runen, Glyphen und Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du... Dann schauen wir mal an, vielleicht hat er was Gutes. Dich hält jetzt also nichts mehr zurück? Vom Herstellen meisterlich gefertigter Runen? Ich brauche 15.000 Spindertipp. Alter, das spinnt doch 15.000. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Junge, was ist das für einer, Alter? Alter, das ist teuer wie die Sau. Junge, Bis Junge. Dann. So Leute, schauen wir mal, was wir jetzt noch machen können. Für Alter, das ist ja teuer wie die Sau, der Typ. So Leute, jetzt machen wir noch das Spür. Spurlos tun wir jetzt noch machen, Alter. Junge, das wird teuer. 15.000 Euro brauche ich jetzt nicht. Das heißt jetzt richtig viel Farmen, Leute. Junge, was kostet das hier alles? Das ist schon abnormal, was hier alles für Sache kostet. Aber naja, wir müssen es halt zahlen, leider, aber. Vielleicht gibt es dann gute Sachen und das ist wichtig, wenn man gute Sachen gibt. So Leute, jetzt werden wir aber einen Nebelquest mal anfangen. Hier. Auf einmal, vielleicht ist der Wurst so. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Ein Hexer, das hat unserer Truppe noch gefehlt. Noch einen Streich und links zwei. Ah, du isst doch der Rot. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Wysima ein Bordell auf. Ein echtes mit abgerissenen Wandbehängen und Stinkekerzen überall. Ah, okay. Von Riva. Gesund und munter. Ich hab noch gedacht, er sagt noch was, irgendwas. Aber sieht doch nicht so aus. Ey, Leute, mir hat euch geholfen, Alter. Was denn?
was für Leute das sind, oder Leute? Wir haben ihm geholfen. Aber jetzt sind die sowas von aggressiv gegen uns gekommen. Ein Wolf folgt uns noch, aber der wird nicht mehr laufen. Oh Mann, was hier für Missionen noch gibt es. Sei gegrüßt. Suchst du Kräuter? Medizin, um schüchterne Mädchen zu enthemmen? Einen Trank, um dir Mumm für eine zweite Runde zu geben? Das war's? Keine anderen Kräuter oder Tränke? Doch, einer lässt die Haare sprießen, ein anderer tut das Gegenteil. Einer lindert Schmerzen, einer gebrochene Herzen. Sag mir, Meisterrezepte. Kennst du irgendwelche fortgeschrittenen Rezepte? Vielleicht etwas, das du mir beibringen kannst? Was ich weiß, hat mir Meister Grimist von Skellige beigebracht. Willst du bei einem Kräuterkundler in die Lehre gehen? Nein, ich will nur etwas Neues lernen. Nenn es, wie du willst. Du musst über das große Meer zur Insel Artskellig. Dort wird der weise Meister Grimist im heiligen Heim beurteilen, ob du der richtige Schüler bist. Ich bin wegen des Auftrags hier. Oh, ein Interessent. Endlich. Alle faseln von Armut, aber wenn es Arbeit gibt, sind sie ganz still. Die Leute sind faul. So sieht's aus. Kommt zum Punkt, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, ja. Tut mir leid, das Gerede. Ich mache mir eben Sorgen. So viel Zeit ist vergangen ohne ein Wort. Puh. Mein Lehrling, Volkert. Ich habe ihn in den Totenwald geschickt, in der Nähe von Martin Fäules Hof. Mir ist Hanfaser ausgegangen, weißt du, und das blöde Zeug wächst dort in Massen. Lass mich raten, er ist nicht zurückgekommen. Ja, nein, ist er nicht. Bitte finde ihn und bring ihn zurück, gesund und munter. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann nach ihm suchen. Irgendwas Auffälliges? Woran erkenne ich ihn? Lass mal überlegen. Tja, er ist ein Halbling. Ja, genau, es muss halt sein. Reicht das? Muss es wohl. Bis dann. Muss es mal halt, weil so viel ist es ja gar nicht, was er uns sagt. Alter, ist aber weit lang weg. Weit weg von seinem Gebiet. Beweg dich. Das ist schon heftig, wie weit er weg ist, oder Leute? Oh Mann, du. Das sind wie aus dem Portal oder was? Ich habe einen Auftrag, wenn ich einen Auftrag habe, dann
Oh Mann, der Auftrag ist auch wieder lang, aber wir müssen noch viel reisen. Oh Mann. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Hä? Das will ich jetzt nur noch, was ist das? Ah, das ist die Schatzsuche. Ah, jetzt verstehe ich. Das sind die Schatzsuche. Ob ich die machen werde, weiß ich nicht. Aber ich werde versuchen, wie gesagt, so viel wie möglich Missionen zu machen. Das ist aber echt ein Totenwald, oder Leute? Oh nein. Der Wagen des Kräuterkundlers. Da ist etwas blut. Nicht gut, Leute. Blut getrocknet. Ein paar Tage. Sieht nach Regen aus. Die Spur ist kalt. Muss mich umsehen. Fragen. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Oh Mann. Leute, das heißt jetzt, wir sind schon jahrelang, monatelang keiner mehr gewesen, Leute. Hä? Das ist ein Bauer? Dich verirrt? Nein, ich suche jemanden. Ah, sprich nur. Vielleicht können wir ja helfen. Was für ein Ort ist das hier genau? Ein Dorf? Sieht man doch. Ich sehe aber nur verlassene Hütten. Ja, wir sind die Letzten. Die Jungen sind in die Stadt gezogen, suchen Arbeit und die Alten sind alle tot. Nicht wahr, Jud? Stimmt genau. Die Blutspuren in der Hütte nebenan. Weißt du was darüber? Ja, klar. Jud nimmt dort Tiere aus. In einer fremden Hütte? Da lebt doch keiner mehr. Und unter einem Dach arbeitet sich's besser. Sauberer. Kein Regen, der nervt, keine Sonne, die blendet. Aber warum bist du überhaupt da rein? Nein, mach ich nicht. Lass einem alten Pärchen jetzt seinen Frieden. Ich suche einen gewissen Volkert. Helles Haar, Halbling. Klingelt da was? Ja, ich hab jemand Kleines gesehen. Beim Kräutersammeln. Mhm. Bis ihm was zugestoßen ist. Da war eine Blutspur. Die hat mich hergeführt. So ist es. Wölfe haben ihn angegriffen. Er hat hier Schutz gesucht. Ich sagte zu ihm, zurück in die Stadt, junger Herr. Hier draußen ist es gefährlich.
Aber der Idiot blieb stur. Wollte vorher noch seine Blümchen sammeln. Ist wieder in den Wald gegangen und dann verschwunden. In der Nacht heulten die Wölfe. Hat mir kalte Schauer den Rücken runtergejagt. Und wo sind seine Überreste? Wölfe hätten was übrig gelassen. Die Stiefel etwa. Wir haben nicht dann lebt halt wir wohl, sind zu alt, um durch die Wälder zu streunen. Bis dann. Okay, dann müssen wir. Das ist ein echt trauriges Ergebnis, was wir jetzt ihm sagen müssen. Schade, aber naja, was ist kein Mann, ist kann ja nicht immer gut sein. Leider. Ah, macht ja nichts, Leute. Das kann ja immer eine gute Sache geben. Aber wir kriegen das jetzt schon gebacken, Leute. Holen wir die nächste Quest fertig und dann schauen wir mal, was wir dann noch so machen. Der Arme. Hallo. Volkert, dein Lehrling. Ich weiß, was mit ihm passiert ist. Raus damit! Ich bin fast gestorben vor Sorge. Ich habe Zeugen gefunden, die sagen, Wölfe hätten ihn angefallen. Hat erst überlebt, ist aber erneut in den Wald, um Kräuter zu finden. Da hat sein Glück ihn verlassen. Ah, ein Schatz, der Gute. So pflichtbewusst. Ein Jammer. Oh Mann, aber für ihn ist es echt traurig. Hier ist dein Gold. Es wird dir sicher gute Dienste leisten. So, Leute. Jetzt schauen wir mal die nächste Quest, was wir haben. Ah, da haben wir noch. Leute, guckt mal, was wir machen, Leute. Die Hexen, ah, da gehen wir mal. Vielleicht für die Schatzsuche machen wir jetzt mal noch. Ja, Leute, das wird aber heftig, finde ich. Meine, was für Kämpfe wir wieder hier machen müssen, oh Mann. Ich könnte mal wollte, es wird auch wieder so lang gehen, Leute. Aber ich weiß ja nicht. Macht aber irgendwie sau Spaß, finde ich, Leute. Speichern wir sicherheitshalber wieder. Immer besser zu speichern, das haben wir ja bemerkt schon. Man oft in dem Spiel, Leute. Da speichern das wichtigste Spiel ist. Das ist halt immer Spiel. Kampf statt. Die Leute der Karawane hatten keine Chance. Die Spuren führen nach Norden. Die Spur verliert sich. Aber ich denke, die Suche werden wir erst beim nächsten Mal machen. So mit. Euer Peter, Game wieder. Tschüss, bis dann und Peachy, bis